Mit Ark Genesis 2 sind die sogenannten Air-Kreaturen ins Spiel reingekommen. Air-Kreaturen sind im Prinzip Kreaturvarianten von sehr beliebten Kreaturen in Ark. Wie man sie spawnt, wo man sie findet und was sie so besonders macht, das schauen wir uns jetzt mal an. Moin, mein Name ist Nico, der Profi. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Ark. Wenn du darauf Bock hast und Bock auf den Genesis 2 Content hast, dann lass gerne ein Abo da und ich würde sagen, wir gehen rein. Vorweg einmal die wichtigen Informationen zu den Air-Kreaturen und dann schauen wir uns jede einzelne an. Ich werde das so machen, ich spawn die rein und ich fliege drumherum und füge euch den Command mit ein. Der Command wird sich auch in der Videobeschreibung wiederfinden, damit ihr einfach nur kopieren müsst. Was macht also Air-Kreaturen so besonders? Wenn wir sie gezähmt haben, bekommen sie eine 5%ige Erhöhung auf ihren Damage-Wert und außerdem wird ihr Leben um 3% reduziert. Und sie können eben auch 100 Mal gelevelt werden, wenn ihr sie dann gezähmt habt. Normalerweise sind das 73 Level. Bei den X-Kreaturen von Genesis 1 waren das 80 Level. Und was auch nochmal mega nice ist, laut ArkWiki erhaltet ihr sogar 15 Mal mehr Erfahrung, wenn ihr mit einer Air-Kreatur einen Alpha besiegt. Das ist crazy viel. Also die 100 Level muss man ja auch irgendwie füllen. Ja, und außerdem sind die Kreaturen eben in Eden und Rockwell unterteilt. Das heißt, alles, was eben Rockwell im Namen hat, spawnt auf der Rockwell-Seite. Alles, was Eden im Namen hat, beziehungsweise Eden, spawnt eben auf der, ja, Helena, beziehungsweise Eden-Seite. Das nochmal ganz, ganz wichtig, damit ihr sie eben auch finden könnt in der freien Natur, beziehungsweise in der freien Laufbahn. Und der Unterschied zu den X-Kreaturen ist eben, und das ist ganz, ganz wichtig, die X-Kreaturen hatten 250% mehr Damage, wenn sie wild waren, und eine Reduzierung beziehungsweise eine Erhöhung ihres Widerstands von 60%. Das entfällt hier. Das heißt, wir haben jetzt hier keinen Giga drin, der nochmal 250% mehr Damage macht. Ja, und außerdem bekommt man für X-Kreaturen, wenn man sie eben tötet, 2,5-fache Erfahrungspunkte. Nochmal kurz zur Erklärung hier auf der Karte. Die ist ja zweigeteilt. Wir haben in der Mitte den Space. Wir haben links die Rockwell-Seite und rechts die Eden-Seite. Dementsprechend spawnen die Tiere auch und wir fangen jetzt an mit den Rockwell-Tieren. Nochmal zur Orientierung, ihr erkennt sie eben auch daran, dass sie ein R vor ihrem Namen haben. Sie sind breedable, das heißt, man kann sie paaren, das ist mega, mega gut. Und die haben eben auch insgesamt nochmal ganz andere, ja, Color-Schemes, ne? Also dann auch Punkte, auf denen sie mutieren können, die sehen eben anders aus. Aber jetzt fangen wir auch wirklich an mit den Rockwell-Kreaturen. Ja, das sind alle neuen Air-Kreaturen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.